Hi, mal ein ganz anderer Anfang. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, das Video zu schneiden, was du jetzt gleich gucken wirst, und habe nebenbei aber auch eine E-Mail von YouTube gelesen, und da stehen wieder so ein paar Neuerungen drin, da packst du dir echt an den Kopf. Also ohne Scheiß, die Lust und die Luft ist irgendwie echt raus. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Passt auf. Es ist jetzt, also die Kommentare, die ihr schreibt, die werden jetzt mit einem neuen Machine Learning, Artificial Intelligence durchgeguckt, und die filtern wirklich hart. Das heißt also, wenn ihr irgendwas schreibt, was auch nur am entferntesten mit untenrum zu tun hat, ihr müsst es hart kodieren. Sprecht von Gurke, sprecht von Pflaume, irgendwie sowas, aber alles andere wird tatsächlich gekillt. Totale Pest. Des Weiteren wird es auch härter, wie wir Creator unsere Videos gestalten müssen, damit wir auch nur ein bisschen Kohle dafür bekommen. Es ist nach wie vor so, wenn ich mich auf einen Staubsaugerroboter setzen würde und mich dabei schminke und vielleicht irgendwas von Technik erzähle, dann wäre ich wahrscheinlich unfassbar reich. Aber pädagogischer Inhalt, dafür kriegst du halt keine Kohle. Und das liegt unter anderem auch daran, dass YouTube jetzt entschieden hat, dass pädagogischer Content nicht lustig sein darf. Da ich da aber kein Freund von bin und ich weiß, dass es aus meinem richtigen Unterricht wesentlich besser ist, wenn man auch mal lacht zwischendurch, werde ich es auch so weitermachen. Bedeutet aber, dadurch werden meine Videos sofort demonetarisiert, weil ich euch was beibringe und dabei lache. Ich werde mich über kurz oder lang auf eine andere Plattform begeben müssen. Da verdiene ich zwar auch kein Geld, aber da bin ich dann vielleicht ein bisschen freier und muss mir nicht so einen Scheiß geben, von wegen, du darfst nicht lachen oder so. Alter, wie rückständig kann man eigentlich sein? Egal, viel Spaß jetzt bei der Sexy Time. Hello everyone, ich bin der Ben. Das sind die Jungsfragen und hier ist eine neue Folge der allseits beliebten Sexy Time. Hi Ben, ich M14, hab ne Frage. Erstens, seitdem ich mit meiner Freundin gekuschelt und geknutscht habe, habe ich keine Lust mehr, einen Ständer zu kriegen. Zweitens, immer wenn ich an das Kuscheln und Knutschen denke, geht mir durch den ganzen Körper so ein Gribbeln. Ist das normal? PS, tolle Videos, weiter es. Also zu der ersten Frage kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich sie einfach nicht verstehe. Also einen Ständer zu kriegen hat ja nichts mit Lust haben zu tun. Also nicht mit irgendwie, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, einen Ständer zu bekommen. So funktioniert das ja nicht. Das Ding funktioniert ja von ganz alleine. Und deswegen macht diese Frage einfach überhaupt keinen Sinn, oder ich verstehe sie auch einfach nicht. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, who knows? Schreibt es in die Kommentare. Zweitens, naja, das kommt ja irgendwie so zusammen, ne? Also klar, wenn du daran denkst, dann hast du so ein Kribbeln und dann denkst du, das war schon ganz geil und das hätte ich vielleicht auch gerne wieder. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass das so ist. Also so ganz weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die Reise hingehen soll. Also, dass du so ein Kribbeln kriegst, wenn du an Kuscheln und an Knutschen denkst, ja, das ist so ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Übung. 13 Jahre, M gleich 13. Als ich das erste Mal zum Orgasmus kam, hatte mein Penis eine andere Farbe bekommen, als er normalerweise hat. Mein Penis wurde leicht blau-lila und ich habe nicht zu fest auf meinen Penis draufgedrückt. Dazu habe ich keine Art von Gleitgel benutzt oder so. Danke, dass du so Videos machst. Ja, hör mal, erstmal sehr gerne. Freut mich, dass dir das gefällt. Und dass dein Pimmel sich ein bisschen anders verfärbt, wenn du einen Orgasmus hast, das ist ja auch ein bisschen verständlich, denn da ist ja unfassbar viel Blut drin. Also jetzt nicht unfassbar viel, aber da ist ja schon wesentlich mehr Blut drin als sonst und deswegen verfärbt der sich dann auch. Also der darf ruhig ein bisschen dunkler werden. Wenn der jetzt allerdings richtig tief dunkel wird und sogar, ja, du schreibst blau-lila, so geil ist das auch nicht. Also, wenn der sich ein bisschen dunkler verfärbt, dann ist das vollkommen normal, weil ja dann mehr Blut reinkommt und gerade beim Orgasmus dann wirklich richtig viel Blut reingeschossen wird. Aber wenn er tief blau, tief lila ist, unbedingt mal zum Arzt, definitiv. 14 Jahre, ich M14, habe meinen nächtlichen Samenerguss nicht bekommen. Beim Wichsen jedoch kommt trotzdem Sperma. Wie geht das? Das kannst du nicht selber steuern, das geht von ganz automatisch. Und manche Jungs haben auch nie einen feuchten Traum. Das ist auch vollkommen normal. Wenn du da mehr zu wissen willst, in dieses Video schauen.
12 Jahre. Hallo Ben, du sagtest, dass bei einer Penisverlängerungsoperation das Innere des Pimmels herausgeschoben wird. Dann wäre doch die Eichel ungeschützt. Es ergibt einfach keinen Sinn für mich. Lieben Gruß. Leute, 12 Jahre, nicht ein Rechtschreibfehler und so komplizierte Worte da drin. Und dann habe ich hier 16-, 17-Jährige, die überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Nehmt euch an ihm mal ein Beispiel. Also, bei so einer Penisverlängerung, da wird nicht der Penis so wirklich rausgeschoben, sondern es wird... da wird das... Boah, voll staubig. Sondern da wird das Halteseil, was hier oben drüber ist, das wird durchtrennt und dann flutscht der nochmal so ein paar Zentimeter nach draußen. Da geht aber die ganze Haut dann mit. Das heißt also, das passiert dann nicht automatisch dass er runterrutscht und sich gleichzeitig die Vorhaut nach hinten schiebt. Das wird nicht passieren, weil alles in dem gesamten Umfang einfach wupp, so ein bisschen versetzt wird und dadurch wirkt er dann länger. Jetzt, wo du es sagst, kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, ne? Aber ich glaube, dass das gar nicht so drastisch ist, wie man sich vielleicht gerade vorstellt. 16 Jahre. Hi, ich hatte vor 3 Tagen eine Teilbeschneidung. Als ich gestern beim Arzt war, konnte ich meine Vorhaut mit Schmerzen ganz zurückziehen. Naja, aber zu Hause geht fast gar nichts mehr. Soll ich es mit Gewalt machen oder lieber zum Arzt gehen? Wenn man vor 3 Tagen eine Teilbeschneidung hatte, also eine OP hatte, und dann versucht, direkt gleich irgendwie das schon wieder zu beanspruchen, das ist natürlich ein bisschen krass. Und durch so eine Teilbeschneidung, das muss ja auch erstmal verheilen und so. Und dann ist ja klar, dass man es unter Schmerzen schafft. Warum hat es beim Arzt funktioniert und nicht bei dir zu Hause? Wenn du beim Arzt bist, dann bist du sehr aufgeregt, du bist sehr nervös, das Adrenalin in dir, das sprudelt hoch, weil du dir denkst, ey, das ist jetzt hier so eine weirde Situation. Das heißt, Adrenalin wird im Körper produziert und Adrenalin hemmt unser Schmerzempfinden. Das heißt, Adrenalin ist für uns so ein Stoff, der uns in Stresssituationen besser handlungsfähig macht. Jetzt stellen wir uns mal ganz früher vor, als wir noch selber mit Speer irgendwie Tiere jagen mussten. Und jetzt stell dir vor, da kommt so ein Mammut und verfolgt dich. Dann läufst du auf einmal wesentlich schneller, als du sonst laufen könntest. Und wenn du dann im Kampf verletzt wirst, dann merkst du die Wunde nicht, weil das Adrenalin dafür sorgt, dass dein Schmerzempfinden einfach herabgesetzt wird. So, und genau das passiert dann beim Arzt auch. Du bist da unter Stress, du denkst dir, scheiß Situation, das muss jetzt funktionieren. Adrenalin wird ausgeschüttet und dann kannst du irgendwas machen, ohne dass du wirklich merkst, dass es wehtut. Und wenn du zu Hause bist, bist du total entspannt, das Adrenalin fehlt, dann denkst du dir, das zieht ja doch. So, 2. Frage, sollst du damit zum Arzt? Nun ja, also nach 3 Tagen würde ich da jetzt noch nicht so viel Wert drauf geben, ob es klappt oder nicht. Aber wenn das nach so einer Teilbeschneidung, nach so einer OP, nach vielleicht 1 Woche oder 10 Tagen immer noch nicht funktioniert, dann definitiv nochmal zum Arzt. 16 Jahre. Hey, ich, M16, wichse jetzt schon seit locker 4 Jahren. Vor ungefähr ein paar Wochen habe ich wirklich gemerkt, dass mein Penis etwas verkrümmt ist. Damit meine ich, dass er perfekt in meine rechte Hand passt und zudem auch etwas abgewürgt ist. Ist das normal? Also ja, Penisse sind immer ein bisschen gekrümmt. Also es ist echt recht selten, dass ein Pimmel wirklich kerzengerade ist. Der ist meistens nach oben, manchmal links, rechts. Das könnt ihr sehen in meiner Pubertätsliste, wo sich schon unfassbar viele Jungs eingetragen haben. Die geben auch an, in welche Richtung ihr Dödel gebogen ist. Und die meisten geben an, dass er nach oben gebogen ist. Also so ganz kerzengerade ist selten. Also von daher ist das normal. Und wenn er gut in deiner Hand liegt, dann ist doch alles gut. Oder verstehe ich hier auch wieder was falsch? 13 Jahre. Hi Ben, ich M13 habe schon seit längerer Zeit, ich weiß nicht mehr wie lange, entlang meiner Leiste lauter kleine Knubbel und einen relativ großen. Knubbel? Nein, nein. Ich habe mir bis jetzt noch nicht wirklich dabei etwas gedacht, aber in letzter Zeit schon. Soll man da zum Arzt und es jemandem erzählen? Ja, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, denn auch ich weiß aus dieser Erklärung überhaupt nicht, was das sein kann. Also Leiste und Knubbel, das können Leberflecke sein, das können die Lymphknoten sein, das kann aber auch irgendwas anderes sein, von dem ich jetzt überhaupt nicht weiß, was. Aber das würde ich dann auf jeden Fall mal irgendwem erzählen und mal irgendwem zeigen. Auch das muss man sich mal angucken oder vielleicht auch mal abtasten, wenn das in der Leiste ist. Macht das ruhig mal. Ich glaube, das tut dir mal ganz gut. 13 Jahre, M13, hallo Ben. Zu dieser Frage gibt es noch kein Video. Ist es schlimm, wenn ich in eine Taschenmuschi reinwichse und die danach noch ein paar Mal benutze und immer wieder reinspritze oder bekomme ich davon irgendwelche Krankheiten?
Krankheiten kannst du davon ja nicht bekommen, weil das ist ja dein Sperma, ne? Und dann, das heißt also, du würdest deine Krankheiten, die du eh schon im Körper hast, die machst du da rein und die würdest du dir dann quasi dadurch wieder abholen. Aber hygienisch ist das natürlich ganz und gar nicht. Wenn dich das irgendwie ein bisschen antörnt, irgendwie dein eigenes Sperma dann nochmal zu benutzen als Gleitgel oder sowas, ja, dann mache es, aber ich würde das nicht über einen längeren Zeitraum machen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass deine Eichel auch irgendwann total gerötet ist, weil sie sich eventuell dadurch auch entzündet. Also unterm Strich, ich würde es nicht. Ich würde es nicht machen. Und wenn das so ein Fetischding ist, dann selten, aber nicht immer. 14 Jahre. Hallo, ich, M14, habe schon länger Blut im Sperma. Ich habe aber keine Schmerzen. Als ich klein war, hatte ich Hodenhochstand. Hat es damit was zu tun? Muss ich zum Arzt und wie soll ich das meinen Eltern sagen? Was kann es sein? Kann es sein, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann? Ja, also, Blut im Sperma bedeutet nicht, dass du irgendwie unfruchtbar bist oder so. Es hängt damit ein bisschen zusammen, wie viel ist es, ne? Also, wenn das mal so ein bisschen durchzogen ist, sodass man vielleicht mal sich, dass man so ein bisschen sieht, ah, hier ist ein bisschen Blut und da ein bisschen. Also wenn das wenig ist, dann kann das sein, gerade in der Pubertät, durch die Entwicklung und kleines Äderchen geplatzt, durch das Wachstum und so. Das kann alles mal sein, ist aber auch nicht so ganz im Sinne der Sache. Wenn das aber wirklich viel Blut ist oder so, dass man sich denkt, so, wow, das ist jetzt schon ordentlich, oder dass man sich erschreckt, dann definitiv mal zum Arzt. Und die einfachste Methode ist, zu deinen Eltern zu gehen und zu sagen, ich habe Blut im Sperma. Und wenn du dich nicht traust wegen Sperma, kannst du sagen, du hast Blut im Urin. Und dann sagen deine Eltern auch so, wow, dann gehen wir mal zum Arzt. Und dann sagst du beim Arzt am besten, du gehst alleine rein, also du gehst alleine ins Ärztezimmer und besprichst das mit dem. Und da kannst du ihm dann halt auch sagen, du hast Blut im Sperma. Aber glaube mir, wenn du deinen Eltern sagst, ich habe Blut im Sperma, das nehmen die wunderbar auf. Dann ist natürlich im ersten Moment so ein kleiner Schock, keine Frage, weil der kleine Sohn ist jetzt irgendwie so weit, dass er Sperma hat. Aber dann gehen die mit dir sofort zum Arzt. Am Anfang ist das hochnotpeinlich, das zu sagen, keine Frage. Aber glaub mir, mark my words, wie der Engländer sagt, das ist nur wenige Sekunden so. Und dann ist das vollkommen normal und auf einmal unterhaltet ihr euch auf einem ganz anderen Level. 14 Jahre. Hi Ben, ich 14M habe eine Frage. Ich weiß, du hast zur Morgenlatte und Random Erektion ein Video schon gemacht. Aber ist das schlimm, wenn man gar nichts von beiden hat oder bekommt? PS, machst geile Videos weiter so. Hör mal, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ja, zu dem Thema habe ich tatsächlich schon ein Video gemacht, habe ich euch hier verlinkt. Wenn du sowas nicht hast, dann würde ich einfach mal behaupten, dass du es vielleicht einfach nur nicht mitbekommst. Also normalerweise bekommt man in der Nacht so 5, 6, 7 Erektionen. Das ist vollkommen normal. Es kann natürlich sein, dass das bei dir so ist und das dann aber wieder abschwillt und du dann erst wach wirst. Wenn du keine Random-Erektion hast, dann bist du halt einfach nicht so erregbar wie vielleicht andere. Und das ist auch vollkommen okay. Das Wichtigste ist, wenn du dir einen runterholst, wenn du Sex hast, wenn du dann eine Latte hast und alles wunderbar funktioniert, so what? Dann ist dein Pimmel komplett in Ordnung. Alles andere ist Bonus, aber nicht lebensnotwendig. 14 Jahre. Hallo Ben, ich 14M habe eine Frage. Wenn ich auf Toilette bin und ich sehr doll drücke, dann kommt bei mir auch Sperma raus. Ist das normal? Tolle Videos, mach weiter so. Wow. Kann das sein, wenn ich auf dem Klo bin und richtig kräftig? Es kann sein, wenn du gleichzeitig auch kackst, dass deine Prostata so empfindlich ist, dass du an der Prostata so empfindlich bist, dass wenn die Kacke an der Prostata vorbei rutscht und du richtig kräftig drückst, dass das so einen Druck aufbaut, dass sich die Prostata denkt so, oh, das finde ich aber nice und dann schon mal ein bisschen Prostatasekret produziert und das kommt dann mit raus. Das könnte sein. Es gibt Männer, das sind nicht viele, aber es gibt Männer, die können alleine durch eine Prostatamassage zum Orgasmus kommen. Das heißt, Finger in Po und da muss man dann halt so ein bisschen suchen. Also hinten rein und wenn man dann da auf diesen Punkt drückt, dann erregt das manche Männer so sehr, dass die alleine vom Berühren dieses Punktes zum Orgasmus kommen und vielleicht ist das bei dir auch so ungefähr und deswegen kommt auch so eine Art Sperma mit daraus. Das wird nicht das volle Programm sein, aber vielleicht so ein bisschen. Wenn das nur beim Pinkeln ist, vielleicht gleiches Spiel, weil auch der Urin fließt ja durch die Prostata. Aber das ist schon echt außergewöhnlich, wenn das bei dir so ist. Ich weiß nicht, vielleicht doch mal zum Arzt das abklären, aber wenn es dir sonst nicht irgendwie schadet oder so.
Und jetzt bin ich gespannt, wie viele Leute sich einen Finger in den Po schieben. Ey. 15 Jahre. Hallo Ben, ich, M15, bin ein sogenannter Spätzünder. Vor circa ein Jahr habe ich angefangen, rasant zu wachsen. Auch mein Penis hat sich schnell vergrößert. Nun habe ich das Gefühl, dass ich untenrum als auch mein Körper seit ein paar Monaten nicht mehr wachse, obwohl ich gerade angefangen habe. Ja, das kann tatsächlich sein. Also, dass du einen Schuss gemacht hast, das ist der sogenannte Wachstumsschub, ne? Das geht ganz schnell über kurze Zeit und dann geht es nur noch langsam und wahrscheinlich eher schleichend. Das heißt also, du glaubst gar nicht, dass du größer wirst, aber eigentlich wird deine Hose jeden Tag einen Millimeter kürzer oder sagen wir jede Woche oder sogar jeden Monat einen Millimeter zu kurz und so und dann wächst du ganz langsam weiter. Das gibt es, dass manche Jungs irgendwie von jetzt auf gleich bups groß werden und dann war's das. Das kann passieren. Also vielleicht musst du dich damit abfinden, vielleicht auch nicht. Das Ding ist, keiner kann dir sagen, wie es bei dir werden wird. 13 Jahre. Hey, ich bin M13 und bin heute im Sportunterricht mit meiner Hacke auf den Bereich zwischen Hodensack und Po gefallen. Das nennt sich Damm. Das hat kurz wehgetan, aber es ging dann wieder. Das Problem ist nur, dass ich sofort einen Samenerguss mit mehr Sperma als bei der Selbstbefriedigung bekommen habe. Danke. Moment, also du bist hingefallen und dann wahrscheinlich so, dass du, ja, du bist also auf den Damm, deine Hacke ist auf den Damm geknallt und dadurch hast du einen Samenerguss gekriegt, der heftiger war als alles andere. For sure. Also ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Vielleicht meinst du aber auch, dass der Orgasmus dann abends beim Wichsen oder nach dem Sportunterricht beim Wichsen, dass der heftiger gewesen ist als alles andere, was du vorher mitgemacht hast. Aber auch das finde ich außergewöhnlich. Also ich, so ganz verstehe ich die Frage nicht. Und wenn schon, ja, dann freu dich doch. Aber ein Schlag auf den Damm und dann ein Orgasmus davon. Was ist denn, wieso ist das denn heute alles so weird? 14 Jahre. Hi Ben, M14. Ich habe eine Frage zu meinem Penis. Mir wurde vor einem halben Jahr das Bändchen vorne am Penis entfernt, weil er im steifen Zustand krumm war. Jetzt ist er aber immer noch krumm. Woran liegt das? Und ja, ich habe das Video gesehen, wo du es erklärt hast, aber ich finde keine Antwort. Also, wie ich vorhin ja auch schon mal sagte, Penisse sind immer irgendwie ein bisschen krumm. Und wenn du sagst, dass dein Bändchen durchgeschnitten wurde, weil es auch zu kurz war und sich der Penis deswegen gekrümmt hat, dann glaube ich mal, dass dein Penis nach unten gekrümmt ist, weil da ist ja auch das Bändchen. Und dieses Bändchen ist aber nicht so stark, dass er deinen ganzen Pimmel irgendwie so abknicken lässt. Das. Vielleicht aber so ein bisschen, dass er so wird. Aber diese Biegung wirst du nicht durch irgendwie eine Bändchen-OP korrigiert bekommen. Das liegt an den Schwellkörpern. Jeder Junge hat drei Schwellkörper am Penis und wenn da auch nur einer einen Millimeter kürzer ist als der andere, dann ist der Pimmel gebogen. Und wie ich es ganz am Anfang sagte, so gut wie jeder Penis ist gebogen. Und nach unten gibt es natürlich auch wieder links, rechts, nach oben. Es gibt sogar welche, die sind gedreht. Das ist auch total verrückt. 14 Jahre, letzte Frage. Hey Ben, ich habe ein Problem. Und zwar, ich, M14, wichse täglich 2 bis 3 Mal und das schon seit langem. Und es kam auch immer einiges an Sperma raus. Jedoch seit einiger Zeit kommt fast gar nichts mehr oder sogar gar nichts mehr raus. Was ist da los? Kann ich was dagegen tun? Danke schon mal im Voraus. Ja, du kannst was dagegen tun und zwar die Rübe abschalten. Sexualität hat halt auch ganz viel damit zu tun, was wir gerade denken und was uns gerade allgemein in unserem Leben beschäftigt. Und ich wette, bei dir ist das so, du warst es gewohnt, dass es immer irgendwie eine recht große Menge vielleicht war oder dass es immer, keine Ahnung, bis auf die Brust gespritzt ist oder so. Und dann irgendwann war es nicht so. Und dann hast du dich gewundert, statt es einfach zu akzeptieren, dass es eben von Tag zu Tag unterschiedlich sein kann. So, dann war es nicht so. Und beim nächsten Mal dachtest du dir dann, so, jetzt muss das aber wieder bis auf die Brust klappen. Und du warst gar nicht mehr bei der Sache an sich, hast nicht mehr auf das Gefühl konzentriert oder auf die tollen Fantasien, die du hattest, sondern du warst auf einmal mit den Gedanken nur noch dabei, so, Alter, ich spritze mir jetzt sowas von ins Gesicht. Und dann hat das aber natürlich nicht geklappt, weil du ja überhaupt nicht mehr sexuell unterwegs warst, sondern nur noch bei der Reichweite. Und dann dachtest du dir, scheiße, es hat schon wieder nicht geklappt. Und jetzt ist das bei dir jedes Mal so, wenn du dir einen wickst, dass du dir denkst, Alter, hoffentlich ist es jetzt heute mal ein bisschen mehr.
Und dann verlässt du aber auch wieder die sexuelle Komponente, sondern bist wieder nur bei der Reichweite. Und dann ist es natürlich komplett ungeil. Das ist dasselbe Phänomen, wie wenn man Probleme hat, eine Erektion zu bekommen oder wenn man Probleme hat, überhaupt zum Orgasmus zu kommen, weil man sich überhaupt nicht mehr auf den Sex einlässt, gar nicht mehr auf das Gefühl und sich einfach denkt so, ey, ich lasse jetzt alles gehen, alles scheißegal, ich darf so sein, wie ich bin und ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe. Nee, viele Leute denken dann einfach, ich brauche jetzt unbedingt eine Erektion. Es ist zwar irgendwie geil, aber ey, hier, warum ist da unten nichts los? Oder wenn man dabei ist und irgendwie zum Ende kommen will, dann denkt man sich, Alter, ich müsste eigentlich schon lange zum Orgasmus kommen. Warum komme ich nicht zum Orgasmus? Warum habe ich den Orgasmus noch nicht? Digga, weil du die ganze Zeit drüber nachdenkst, statt einfach zu fühlen, statt einfach sich gehen zu lassen, einfach zu sagen, lass gehen, Kapelle, ey, alles scheißegal. Jetzt komplette Freiheit. Und ich glaube, das wird das größte Problem sein. Wenn nicht, wenn du sagst, du bist komplett frei im Schädel und so, was ich nicht glaube, dann ab zum Urologen, vielleicht hast du irgendeinen Verschluss oder so von irgendeinem Samenleiter. Das kann natürlich auch sein, ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Genauso wie auch bei Erektionsstörungen oder bei Orgasmusstörungen oder so. Und das ist in den meisten Fällen alles hier oben. Wenn ihr was gelernt habt, wenn es euch gefallen hat, jetzt den Daumen nach oben, die Jungs fragen, abonnieren, die anderen Videos schauen. Wir sehen uns demnächst wieder, beziehungsweise jetzt Montag zum Auspacken der ganzen Geschenke, zum Geburtstags-Livestream. Hab ich schon Bock? Yes! Vielen Dank schon jetzt. Bis denn.